Kalimera. So, wir haben uns die letzten 15 Kilometer aus Patras rausgekämpft mit Verkehr. Und ich kann auch gar nicht glauben, dass ich tatsächlich auf dem Fahrrad sitze mittlerweile. Bis gestern Abend spät noch gearbeitet und genau, alles vorbereitet. Und heute Morgen sind wir dann losgefahren. Gestern war noch strömender Regen hier, Wolkenbruch. Und ich glaube, heute kriegen wir auch noch schön einen auf den Sack. So, der Plan für heute sind 50 Kilometer von Patras Richtung Erymanthos bis zum Wald von Foloi. Und da wollen wir dann irgendwo einen Campspot suchen. Also 50 Kilometer und ungefähr 1000 Höhenmeter. Genau, also wir biegen jetzt hier so von Patras Richtung Inland ab, also Richtung Süden. Und dann wollen wir uns die nächsten Tage bis nach Kalamata runterkämpfen. Jo, so, hier ist erstmal eigentlich nur Hauptstraße, die ersten, was sagst du, Wojtek? Nächsten 30 Kilometer Wasser. 30 Kilometer Hauptstraße, bis wir so raus sind hier aus dem dicht besiedelten Gebiet. So, wir sind jetzt abgebogen Richtung Inland, Richtung Foloi. Heißt das Foloi oder Foli? Foloi. Ja. Und ja, wir halten jetzt genau auf die dunklen Wolken zu und ja, ich denke, wir werden noch gut nass werden heute. From his feet, caught in sneaky webs of right time or late. While all we need is to change, and the shady past soon will be dust. We'll find your troubles on our way. But we own ourselves today. You gotta be me, gotta be you to break the cage. Hinter der Wolke sieht es besser aus, oder? Kann man drunter durch sein? Voodoo oder so Pheromone oder was? 60. Oh, ich hab Platten, ne? Ich wusste es. Echt jetzt? Ja. So. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir einen Platten haben. Jetzt haben wir es mal hier mit dem zum Schaum probiert, aber ich glaube, das wird auch nichts werden. Mal gucken. So viele Ersatzschläuche habe ich nicht mit. Genau gesagt, einen. Und der hat auch schon Propfen drauf. Ich habe zwei, aber ich habe... Ja, aber die passen bei mir aber nicht rein, genau. Hurra. Naja, wir gucken mal, wie es weiterläuft. Rausgedrückt alles, volles Bohr. Also der Versuch ist auch in die Hose gegangen. So, dann ja, runter dann. Wechsel Nummer 3. Haben wir Spaß hier. So, nach mindestens einer Stunde, nee, länger Fahrrad oder Reifen flicken, sind wir jetzt wieder on Tour. Wir haben den gleichen Schlauch drin gelassen. Wir haben noch mal ein Patch, der war nicht richtig drauf. Und dann
hat das mit dem komischen Schaum da auch nicht richtig geklappt. Und jetzt haben wir halt erstmal noch von vorne gemacht. Und jetzt sollte es halten, hoffen wir. Jawohl. So, wie viele Kilometer haben wir? Wir haben 37 Kilometer. 37? Sind wir gleich da? Ja, bald. Also viel haben wir nicht mehr vor uns, aber angeblich sollen es 1000 Höhenmeter sein, laut Planung. Und die habe ich irgendwie noch nicht in den Beinen jetzt, oder? Also da kommt bestimmt noch irgendwas Schönes. Mal gucken, was gleich noch auf uns zukommt. So, jetzt haben wir die Steigung gefunden hier und sind ganz gut am Kämpfen. Die Sonne hat sich auch durchgekämpft mittlerweile und ja, es ist irgendwie irre Luftfeuchtigkeit, aber ja, genau. So, kämpfen uns jetzt hier hoch. 8-9 Kilometer haben wir noch eigentlich bis zum Tagesziel. Irgendwo kommt noch ein Ort, wo wir noch was essen wollen und dann danach Zeltplatzsuche. So, ich schwenk mal um auf Straße. So. Leute, kannst du noch? Jo. Immer weiter marschieren. So, wir sind jetzt hier schon in den Ausläufern von dem Wald, von dem Foloi-Wald. Da sind schon tausende Fliegen oder Mücken, weiß gar nicht. Irgendwo müssen hier Kühe sein wahrscheinlich. Unerträglich. Genau. Hier links große Ziegenherde. Dementsprechend viele Fliegen unterwegs. Ja, so ist die Garde. So, wir rollen jetzt ein hier nach Panopulo. Und wir hoffen mal, dass es da irgendwas gibt, aber es sieht jetzt nicht gerade aus wie New York bis jetzt. So, mal schauen. Hier mitten im Nichts. Riesenbauprojekt, aber liegt halt auch alles schon brach. Was soll das gewesen sein hier? Hier ist nichts. Und ja, was hatten sie sich hier gedacht? Wohnungen oder Hotels oder was? Heftig, sieht aus wie so ein Campus oder wie sowas, ne? Wie das ein Campus werden sollte. Und, ja. Taverne gefunden, Salat steht auf dem Teller, Bier ist im Glas, was will man mehr? Komm her! Jo! Ist nicht so der Knochenfreund oder was? Ja. Genau, stehen die Bikes und dann geht's gleich weiter. Die Dorfjugend ist auch am Start. So, wir haben jetzt Zelte aufgebaut hier. Ja, doch 60 Kilometer haben wir gemacht im Endeffekt und 1000 Höhenmeter. Trinken wir gleich noch ein schönes Bierchen und dann soll es das gewesen sein für heute oder vielleicht melde ich mich gleich nochmal. So, gucken wir mal hier den Sonnenuntergang an. Aber wir haben gedacht, wir stellen uns hier irgendwo geschützt, aber jetzt ist hier irgendwie richtig Verkehr abends, weil die Leute irgendwie alle von den Feldern kommen. Und ja, irgendwie nochmal hier ihre Felder bewässern und so weiter. Guten Morgen. So, es ist 6 Uhr und ein bisschen. Vielleicht schon 6:30, keine Ahnung. Wir haben ganz gut geschlafen eigentlich, aber
Wir haben hier doch irgendwie an so einer Straße geschlafen, von der wir dachten, es wäre irgendwie nicht so viel los, aber es war dann doch relativ viel los auf dieser Straße, auch nachts. Und jetzt kocht hier schon irgendwie Wasser für einen Kaffee und ich habe mir schon Tortilla-Toast gemacht. Da schmeiße ich gleich mal noch so ein paar Lachgummis drauf oder so. Ja, damit fahren wir heute auf jeden Fall sehr viele Kilometer. Das ist Energie. So, das machen wir. Wasser kocht. So, wird gleich abgebaut. Soweit ist alles gepackt. Bei mir zumindest. Wojtek ist noch ein bisschen hier am Kämpfen mit seinem Zelt. Mein Fahrrad ist soweit ready to go. Ich mache mir mal ein zweites Frühstück und geht's los. Nein, eigentlich nur noch Zähne putzen, auf Wojtek warten und dann Abmarsch. Und dann fahren wir hier weiter die Strecke runter. Ich glaube, wir werden sterben. So, wir haben jetzt hier unsere erste Schotterabfahrt. Wir müssen jetzt runter ins Tal bis zum Fluss und dann auf der Seite wieder hoch. Da kann man die Straße sehen. Und es ist echt eine traumhafte Aussicht irgendwie hier. Das wäre hier ein schöner Platz gewesen zum Camp. Guck mal hier, drüben, da, überall. Oh, fuck, ey. Ja, aber du kannst es ja nicht machen, weil es spät ist. Ja. Chained to where
beside the tall grass meadow. You forget, forget in time. Remember this, your hand in mine forever. Beside the slow black river. So, nachdem wir schön runtergefahren sind, auf der einen Seite kämpfen wir uns jetzt hier wieder hoch. Ja. Herrlichstes Wetter. Aber ein paar Kilometer haben wir noch zu machen. So, wir haben uns jetzt hier hochgekämpft. Und hier gibt es noch tatsächlich so einen Pausenrastplatz, der noch in gutem Zustand ist. Oftmals sind die irgendwie schon eingestürzt und werden nicht gepflegt, aber der hier sieht sehr gut aus. Machen wir mal eine kurze Pause hier. Wojtek, pennst du schon? No. Wie heißt das? Ah, wenn ich hier. Willst du schon was essen oder was? Bier kann ich jetzt noch nicht trinken. Bier auf keinen Fall. Hast vergessen. Wie ist das? Vielleicht meint er links hier. So, wir sind jetzt hier im Wald von Foloi. Wir waren heute Morgen schon im Ort nach der Steigung. Leider war die Taverne zu, die uns da angepriesen wurde. Aber es ist auch noch ein bisschen früh am Tag. Ne? Normal ist immer erst so nachmittags hier was los oder bei so Ausflugslokalen, denn schon früher, aber das war jetzt nicht so der Ort für Ausflugslokale. Wouldn't mind working sun, sun, spend my money when the work is done. Wouldn't mind working sun, sun, spend my money when the work is done. Ask my captain what time. Looked as watching and he walked away. No, I wouldn't mind working sun, sun, if you pay my money when the work is done. Wouldn't mind working sun, sun, spend my money when the work is done. Wouldn't mind working sun, sun, spend my money when the work is done. Such a very long time. I got a friend in penitentiary doing 99. Went to the river 19 and 10. Woman in the ball and chain, just like a man. Chewed tobacco and spilled my juice.
I love somebody, but it ain't. Kleiner Kamerad. No. Ich sehe nichts. Was denn? Alter, siehst du den Baum nicht? Oh, ist das Kirschen oder was? So, hier. Sag mal hallo. Ja, die kannst du doch nicht essen, Mann. Bist du verrückt, die sind besser als die roten. Das ist die Sorte. Na gut. So, Wojtek hat gerade seine Flasche verloren. Und die ist von der Straße direkt da in den Abgrund. Und dieser Abgrund ist irgendwie gefüllt mit Müll. Also es ist echt eklig teilweise. Also. Hast du sie oder was? Ich sehe sie überhaupt nicht. Wow. Da kommst du nicht hoch. Du musst da zurück. Niemals. Das ist alles schwer zu fahren, alles loses Geröll. Du rutschst leicht weg. Gewaltig aus, ne? Drüben die Berghänge, alle verbrannt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann da. Alles verbrannt. Da drüben ist eine kleine Kirche im Feld. So, mal gucken, wie weit wir noch brauchen bis unten. So ein Pausenplatz, sowas in der Art. Guck mal hier oben, die links. Mal gucken, ob er da runterkommt zu dem Platz oder wie soll das funktionieren? Also von der Brücke vielleicht aus. Da haben sie jetzt so kilometerweit irgendwie ausgeschildert. Ja, alles zugewachsen.
Ja, ich will mal gucken, ob er zu diesem Platz erstmal kommt. Können wir vielleicht mal ein bisschen Päuschen machen erst. Ja, das war nicht schön. Aber selten. So, wir haben jetzt hier bis auf den zugewachsenen Pausenplatz geschafft. Hier war schon länger keiner mehr. Aus der Quelle kommt leider kein Wasser, aber es fließt alles so nebenher irgendwie. Und genau, hier ist der Erymanthos-Fluss. So, ich weiß nicht, ob man es sieht hier, aber ist alles voll mit Schmetterlingen. Wahrscheinlich auf der Kamera schwer zu erkennen, aber alles schwirrt von Schmetterlingen. Und weiter oben sieht es aus, als würden wir gleich mitten in ein Gewitter kommen. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so kommt. So, und wir sind ganz schön am Kämpfen, muss man mal so sagen. Ich bin froh, wenn es vorbei ist heute. So. Es ist unheimlich schwer zu fahren, runter und hoch. Man rutscht mit dem Hinterrad immer weg hier auf dem ganzen Gravel hier, auf dem ganzen Kies. Ist alles loser Sand und Kies. Sehr schwer zu fahren. So, haben wir eben unsere Köpfe umgedreht und haben gesehen, dass da in der Felswand so eine Kirche eingebaut ist. Aber wir sind so fertig. Wir wollen auf keinen Fall da den Weg hoch. Wo es bestimmt ganz interessant ist, ne? Weil so eine Höhle drin ist. Aber oder gehen wir zu Fuß? Warte, ich auf dich. Ich glaube, ich gehe mal hoch. So, das Tor ist zumindest schon mal um. Gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, ganz schöner Anstieg hier. Ist in jedem Fall hier ein gewaltiger Ausblick. Alter Falter. Hinten die Hänge alle verbrannt. Bis oben hin da. Da unten ist Wojtek. So. Glück haben und ist es auf. Oh doch. Ja, ist schon ganz spektakulär hier der Blick aus der Kirche raus. Wahrscheinlich früher der Eremit gewohnt.
Naja. Die treiben hier noch mal aus, ne? Abgebrannt, aber die kommen noch mal. So, wir haben es jetzt hier runter geschafft. Alter, was ein Kampf heute. So. Hier ist der Fluss, der Eremathos, ein bisschen weiter südlich. Wir sind irgendwie 30 Kilometer gefahren, nee, 38 Kilometer, wir sind irgendwie kaum weiter südlich gekommen. Und na, jetzt sind wir hier halt in der Taverne eingekehrt. Bierchen steht auf dem Tisch. Wojtek checkt die Bitcoins. So, das war's. Ganz gesund ist hier, glaube ich, hier ein Quetscher, glaube ich schon. So, es geht wieder los. Katzen sind auch schon parat hier. Guck mal, die ist doch. Guck mal, wie süß die sind. Eine mitnehmen oder nicht? Eine nimmst du mit für Rara. Also, wir saufen gerade ab hier mit unfassbarem Gewitter. Das wäre jetzt mein Zelt so halbwegs dicht, irgendwie ein bisschen was vom Höhen. Es blitzt und donnert. Oh Mann, Alter. Naja, ich hoffe mal, das geht gleich vorbei und wir bleiben halt 6 Wochen. Und wir werden hier nicht irgendwie weggespült, weil wir am Fluss halbwegs geklemmt haben. Naja, mal gucken. So, du blendest mich. Oh, spuckig. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, aber es ist unfassbar. Das Gewitter hier durchgezogen. Zelte haben durchgehalten. Oh, es ist echt duster. Ich meine, gut, es wird sowieso gleich dunkel, aber es ist jetzt echt krass duster. Ja, so, wir sind froh, dass wir es überstanden haben, halbwegs. Und hoffen mal, dass es nicht allzu schlimm wird. Da drüben ist echt noch fieses Wetter. Der Fluss ist aber noch nicht gestiegen. Wir sind ja hier direkt am Fluss. Ein bisschen Angst habe ich da auch. Da hat es geblitzt gerade. Ja. Krass. Ich glaube, von dort kommt nichts mehr, oder? Ich glaube auch, dahin ist es vorbei, aber. Ja, jetzt sieht gut, dass wir immer hier waren. Wir haben in diese Richtung weitergefahren. Also, ne, dann wäre das echt wirklich jetzt gerade. Also, was nicht passiert sollte. Bist du nicht wieder gut, oder?